Hey und Servus YouTube, herzlich willkommen heute zum ersten Let's Play der Battlefield 1 Open Beta auf der Map Sinai Desert im Modus Rush. Ja, wir legen gleich mal los. Erstmal vorweg, ich musste natürlich ein bisschen warten, ein bisschen bangen, ein bisschen zittern, dass ich überhaupt diese Open Beta hier spielen kann. Liegt nur daran, dass ich gerade die 1060 vom Lukas im Rechen habe und so Gott sei Dank Battlefield 1 zocken kann. Und hier nicht mit einer 85, die nicht funktioniert, auskommen muss, mit der ich kein Spiel spielen kann, keinen Film schauen kann. Im Prinzip eigentlich nur ein paar Desktop-Geschichten erledigen kann. Und das war's dann. Ja, nichtsdestotrotz auf höchsten Einstellungen mit hier konstanten 60, 70 FPS lässt sich hier Battlefield 1, ja, super spielen, muss ich sagen. Gleich zu Anfang, wir sind natürlich auf einer Wüstenmap und sind hier gleich in einem, ja, ersten Weltkriegspanzer. Wer es immer noch nicht wusste oder weiß, wir spielen hier das Spiel im Ersten Weltkrieg. Haben natürlich dementsprechend alte Panzer, alte Gewehre und da hinten auch einen Gegner. Den werden wir uns richtig mal schön kassieren. Oh, da kommt ein Panzer. Ich stelle gerade fest, ich bin ein bisschen am Arsch. Denn da hinten ist ein Panzer. Ich kann ihn nicht zerstören. Das ist ein bisschen cool. Wir können mit bestimmten Tasten auch solche Sachen wie Squad-Befehle geben. Das heißt, wir können auf einmal sagen, Leute, in unserem Squad, kommt mal zu Punkt B, zu Flagge B. Zu Sprengstation B, das ist ja hier Rush. Und, ja, greift es an oder verteidigt es. Genauso können wir das Bajonett teilweise aufstecken am Anfang, wenn wir eine Todesserie haben, quasi wie in COD ist das jetzt. Kann man zum Beispiel in einer bestimmten Klasse das Bajonett aufstecken. Ich bin ein bisschen doof. Jetzt reitet der an mir vorbei und ich... Nein. Leute, ihr wisst ihr was? Ich steige hier aus. Und das Doofe ist, ich bin im Panzer gespawnt. Ich habe keine Bewaffnung. Ja, das fällt mir nicht gerade auf. Ich habe überhaupt keine Bewaffnung. Ich hätte wohl lieber ein bisschen den Panzer besetzt. Gehen wir wieder rein. Man sieht auch gleich hier diese schöne Animation, wie er reinsteigt. Und jetzt haben wir auch wirklich... Ja, ausgedient. Wir sind völlig am Arsch. Kein Gegner weit und breit. Ah, hinten und vorne jeweils ein MG, sehr schön. Was mir in Battlefield 1 super gefällt, ist die Detailqualität, Texturqualität vom Boden und so weiter. Die ist wirklich super. Auch hier diverse Objekte, wie der Panzer an sich. Der sieht wirklich einfach super aus, super detailliert. Und die Waffen, muss ich sagen, gefallen mir bis jetzt auch ganz gut. Man merkt noch so ein Teilfeeling von Battlefield 4. Dennoch sieht es ganz anders aus. Ich finde halt das Waffenverhältnis oder an sich... Ist denn dieses Gameplay erinnert noch an Battlefield 4, zumindest mehr als an Battlefield 3. Und das ist das halt, was ich negativ finde, weil ich im Prinzip mit Battlefield 4 eigentlich nur negative Erinnerungen habe. Daher ist das halt bei mir so ein bisschen gefestigt. Battlefield 4 Elemente ist gleich negativ. Obwohl es nicht stimmt, denn auch Battlefield 4 hat wirklich sehr, sehr positive Seiten. Darüber reden wir jetzt aber nicht, reden wir über Battlefield 1. Während ich hier mal versuche hochzukommen, aber ich bin nicht fähig hochzukommen. Ich kann ja nicht mal anständig laufen. Weil ich keinen Panzer habe. Wie gesagt, man ist eigentlich komplett tot und am Arsch, wenn man im Panzer spawnt, dann aussteigt. Man hat wirklich nicht mal eine Waffe. Ich kann vielleicht dem Squad mal eine Nachricht geben, ansonsten kann ich mich eigentlich gleich umbringen lassen. Ist vielleicht sinnvoller. Dankeschön. Hilfe. Ist der Typ doof. Vielleicht komme ich auf den Typ hin. Nein! Komm schon! Lass mich den messern! Ah! Oh. Ha! Dann gehe ich einfach in den Panzer rein. Oh Mann, das war gerade sowas von Glück, Freunde. Unglaublich. Und hier mal eine richtige Kanone hier. Ich weiß nicht, wie viel Millimeter. Aber nicht schlecht, was wir hier haben. Innenansicht sieht sehr gut aus, finde ich. Sehr original, möchte ich vorsichtig betonen. Also einfach realistisch nachgemacht. Und ja, die Map ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, trostlos. Es spielt halt in Afrika, in der Wüste. Von daher natürlich alles relativ trist und, wie gesagt, in Anführungszeichen, einsam. Ja, jetzt kann mich der Typ gerne umbringen. Ich habe nämlich keine Bewaffnung, aber die sind so schlecht im Aiming, den könnte ich ja halt dreimal ausspielen. Hallo. Sind die echt so blöd? Es gibt's doch gar nicht. Natürlich extra dumm und dann kriegen sie es nicht gebacken, mich zu killen. Ja,
Freunde, dann spawnen wir das erste Mal als Scharfschützen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir sehen hier unten bei Cancel diesen Ladebalken, wo wir warten müssen, bis wir wieder gespawnt sind. Wir können per Luftkarte hier im Menü, wo man tot ist, im Prinzip übers Auswahlmenü, dann unseren Spawnpunkt auswählen, vorausgesetzt, die Punkte gehören uns. Und ich habe wieder keine Waffen. Ich weiß nicht, was los ist. Warum habe ich keine Waffen? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Es wird wohl ein Bug sein. Ich würde dann mal vorschlagen, wir verlassen dieses Spiel mal ganz kurz. Join da nochmal rein. Weil es kann nicht sein, dass ich hier keine Waffen habe. Das ist bestimmt ein Bug wieder. Es gibt übrigens ein weiteres Problem, das betrifft Battlefield 1 und Origin. Wenn man das Origin Overlay aktiviert hat, das kann man in den Einstellungen vom Origin deaktivieren. Bei Battlefield 1 rechtsklick auf das Spiel und Spieleinstellungen und dann Overlay im Spiel deaktivieren, dann funktioniert das. Es ist wirklich extrem nervig, das hier jedes Mal das überhaupt umzustellen. Vorher bekommt man halt eine DirectX-Fehlermeldung, eine DXGI-Fehlermeldung, dass man das Spiel nicht spielen kann im Prinzip. Dann muss man es halt beenden oder steht dann da, funktioniert nicht mehr. Ist halt schon scheiße, muss ich sagen. Leider geht es halt nicht anders. Jetzt suchen wir mal ein paar Server, die nicht 64 Spieler haben. Dann nehmen wir Rush. Da haben wir nämlich 24 Spieler, Gott sei Dank. Nehmen wir den mit dem besten Ping. Das wäre dann in dem Fall einer mit Ping von 40. Genau, da joinen wir einfach mal rein als letzter. Dann haben wir hier volles Haus mit 24 Leuten. Das sollte ganz in Ordnung sein. Genau. Die Übersicht im Battlefield 1 ist ein bisschen neu. Wir haben rechts im Prinzip unsere Origin-Freunde. Die blauen sind die schon im Spiel sind. Die grünen, also die mit dem grünen Balken daneben, sind die online sind. Und jetzt sehen wir hier auch die Squad-Einteilung. Das sind natürlich dann die Deutschen sind es nicht. Die haben zwar deutsche Helme auf, aber das sind wohl dann die Türken. Warum haben die ähnliche Helme? Frage ich mich gerade, was da falsch gelaufen ist oder ob das gewollt ist. Die sahen mir jetzt extrem nach deutschen Helmen aus. Aber gut, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht haben sie es einfach schön nachgemacht, aber das braucht mir keiner erzählen. Das sind definitiv Karim und Yggdrasil. Das ist aber sowas von ein deutscher Helm, das gibt's gar nicht. Dann haben die anscheinend damals unsere Helme gehabt, das glaubt man ja gar nicht. Und wir haben auch gleich Feindkontakt und wir haben eine Waffe. Das ist das Schönste. Während die auf mich ballern, gönne ich mir mal 1-2 Sekunden und zeige euch mal ein bisschen das Waffen. Oh, da ist ein Gegner. Ah, Mist! Ist er tot? Boah! Das war Glück. 88%, das heißt eigentlich volles Leben. So. Waffenhandling dementsprechend gut. Lässt sich richtig geil schießen. Das macht richtig Bock. Ist halt auch nicht einfach. Man muss erstmal treffen können mit so einem Rückstoß und einem halbautomatischen Gewehr. Das wird die ganz große Herausforderung wieder mit alten Waffen, die einfach zu bedienen, einfach zu bedienen sind, aber schwer zu handeln sind. Definitiv eine Herausforderung. Wir haben auch hier in den Häusern, um euch das mal zu zeigen, mit so Kommandos zum Beispiel, kann man hier einfach diese, das sind ja keine richtigen Fenster, diese Fensterbalken einfach aufklappen und zuklappen. Genauso kann man die Tür mit E zumachen. Solche interaktiven Sachen gibt es natürlich jetzt überwiegend im ganzen Spiel. Da vorne war ein Gegner, den haben wir schon mal erwischt. Lad schneller nach, komm schon. Oh, der braucht wieder ewig. Da drüben ist er, Freunde, da drüben ist er. Jawohl! Mann, war das Glück. Der Sniper hätte mich auch erwischen können. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu A. A wird gerade von uns scharf gemacht, defused, genau. Und schauen wir mal, ob wir es halten können. Also ich wäre schon mal da. Scheiße, kommt ihr da hoch? Gleich mal Granate runter.
gut, die haben wir erledigt, aber sowas von. Das war zwar der Kumpel, aber wir haben es überlebt. So, jetzt werden von hier die ganzen Gegner reinkommen. Den haben wir. Jawohl! Und gleich mal die Tür zu, dann kommt er nicht mehr rein. Das lief schon mal nicht schlecht. Es steht 4:0. Die Runde läuft. In der ersten Runde bin ich richtig, ja, schlecht gewesen. In der zweiten ging es. In der dritten war ich dann gut. In der vierten auch. In der fünften wieder, naja, nicht so gut. Es schwankt einfach ein bisschen, aber schon langsam komme ich rein ins Spiel. Und es macht auf jeden Fall gleich schon mal mehr Spaß, die Beta, finde ich, als für mich die ganze Zeit Battlefield 4. Das muss ich wirklich sagen. Und natürlich können wir uns auch wieder hinlegen und ducken. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das funktioniert wie gewohnt, sage ich mal. Okay, da ist ein Gegner. Ah, das gibt's nicht, Mann. Ich treffe so schlecht. Das gibt's echt nicht. Ah, bin ich nicht Medi? Ich bin Medi. Meine Güte. Du wolltest die ganze Zeit schon sagen, ich bin doch Medi, ich könnte mich doch selber heilen. Mist! Ich brauche jetzt Munition. Jetzt ist Zeit für Munition. Ich denke nicht, dass mir jemand was geben kann, also renne ich mal einfach mit der Pistole rum. In der Hoffnung, ich werde überleben, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Das gibt's nicht, Mann! Was war... Ach, das war der... Das war ein anderer, okay. Ich wollte schon sagen, wenn der das gewesen wäre mit einer Granate, ja. Pech gehabt. Steht aber nicht schlecht für mich, glaube ich. Jetzt haben wir halt eine halbautomatische gehabt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal mit der vollautomatischen oder mit dem vollautomatischen Maschinengewehr rein, mit Trommelmagazin. Der Trommelmagazin nur 90 Grad gedreht, nicht so wie man es von bestimmten Waffen im Zweiten Weltkrieg kennt. Sondern es ist halt richtig, in Anführungszeichen, Retro. Ich glaub's nicht, echt. Da staubt so krass und das MG ist nicht sehr, sehr präzise, dass man den Typ absolut verfehlt. Das war gerade richtiger Aiming-Fail. Ja, machen wir's besser. Gehen wir mit einem Sturmgewehr rein. Mit einem MP18, also eine MP. Klassischen vier Klassen gibt's natürlich wieder. Und zwar den Assault, den Medic, den Supporter und den Sniper den Sniper. Den Engineer gibt's so quasi eigentlich nicht mehr. Und ja, hier ist der Scout, genau, Sniper. Den Engineer gibt's sozusagen nicht mehr, den Panzerknacker. Letztendlich haben wir hier als Tools Spritze und Medikit bei Medic, Ammo Pack und eine so eine Art Drahtzugbombe und eine Stielhandgranate. Die haben wir übrigens bei allen. Und eine Antipanzergranate und Dynamit. Also voll Sprengstoff ausgestattet, der Assault. Und der Scout hat K-Bullets. Ich denke mal, das ist... Ja, und eine Flare Gun. Eine Flare Gun kann so kleine Geschosse abschießen. Und wenn man das umändert, kann die so richtige fast schon panzerbrechende Granaten schießen. Das ist auch nicht schlecht. Also der Scout hat diesmal auch Möglichkeiten, gegen Panzer was zu unternehmen. Das ist halt doof, wenn er das nicht hatte. Das war in Battlefield Bad Company 2 noch so, da hatte man entweder Mörser oder C4, da konnte man schon was ausrichten. Ich glaube in Battlefield 3, 4... War das anders? So, mein Freund, was machst du denn da? Das war doch jetzt richtig scheiße. Wofür hat man denn Teamkollegen, wenn die nicht aufpassen können? Da rennt jetzt der Typ mit dem Pferd. Das ist, wie gesagt, neu. Pferde. Sollte euch schon aufgefallen sein. Ja. Ich finde die Pferde jetzt nicht so interessant, weil sie einfach, ja, ein sichtbares Hindernis sind. Auch wenn man damit schnell von A nach B kommt, man hat halt nur, ja, die im Prinzip die ungezielte Variante, also die normale haltende Hand, die einfach so
mit einer Hand rausfeuert. Ist halt nicht sehr präzise. Man kann damit Gegner töten, aber es wird halt schwer. Wenn jemand präzise auf den Rücken aufs Pferd schießt, dann ist man schneller down, als man denkt. Und ich finde halt, in der Stadt lohnt sich sowas nie. Da würde ich immer zu Fuß vorgehen. Die Häuser gefallen an sich sehr gut. Das wird natürlich von Map zu Map unterschiedlich sein, aber ich finde es echt gelungen eigentlich. Ist natürlich immer dasselbe, aber das ist halt so gewesen. Wenn ich in einer afrikanischen Stadt bin. So, das war echt mehr als Glück als Verstand, dass ich das überlebt habe. Na, kommt der mit dem Messer oder was? Mit dem Teleskop. Ja, Teleskop-Schlagstock war es damals nicht, aber irgend so ein Schlagstock auf jeden Fall. Peinlich. Naja, wir haben gesiegt. Ich hätte es nicht geglaubt. Wir haben gesiegt. 9 von 10 Objekte wurden zerstört. Und beim 10. Mal aber nicht. Da haben wir dann die Kills geschafft. Jetzt schauen wir noch kurz auf die KD. Jetzt werden auch die Highscorer angezeigt und der die höchste KD hat. Der beste Medic, der beste Scorer. Ne, der schnellste Scorer, der mit den meisten Punkten und so weiter. Ich bin jetzt inzwischen fast Level 4, habe hier 6 Kills und 4 Tode, also 1,5er KD ist ganz akzeptabel. Das Score in der Minute ist richtig schlecht. Aber okay. Ich bin erstmal raus für diese Runde, Freunde, und wir sehen uns nachher noch in einer zweiten. Es werden hier noch ein, zwei Folgen kommen von der Beta. Man kann ja nur bisher diese Map spielen, von dem her, wenn wir einmal nochmal Rush machen und einmal nochmal Conquest. Schön lange, eine halbe Stunde. Und ja, Freunde, wir sehen uns. Ich hoffe, ihr könnt mir einen Eindruck geben, was ihr von Battlefield 1 oder von der Beta zumindest haltet. Wenn ihr schon gespielt habt, rein in die Kommentare damit. Ich würde mich freuen, das alles durchzulesen, wie da eure Meinung ist. Und bleibt bitte fair und sachlich. Ich will hier keine Kommentare hören, die Battlefield ist scheiße oder den Dreck gebe ich mir nicht oder sowas. Bitte sachliche Kritik. Warum gefällt es euch nicht? Warum ist es toll in euren Augen? Schreibt es in die Kommentare. Macht's gut, bis denne.